dunkel. Vielleicht dann lieber so. Hoppala. Leute, wir sind frisch geduscht. Der Hammer. Wir sind nämlich gerade hier. St. Helens. Da waren wir im letzten Vlog doch auch, oder? Und wir müssen sagen, es hat sich entwickelt zu einer absoluten Lieblingsstadt von uns, denn in der Bibliothek ist kostenlos Wi-Fi, Strom und hier sind Duschen, öffentliche Duschen, 2 Dollar heiße Duschen. Zeig mir eben, wie das Ganze hier aussieht. Eigentlich ist das Ganze hier so ein ganz normales Klo, so ein Raststättenklo, aber... Hier ist so eine Duschkabine, da wirft man einfach hier 2 Dollar Münze rein und man hat 3 Minuten Dusche. Was, wenn da jemand gewesen wäre? Achso, ja, ist ja egal, war ja keiner. Ja, und jetzt geht's weiter in die angekündigte Bücherei. Und dann fahren wir in die nächste Stadt und in einen der bekanntesten Pubs hier auf ganz Tasmanien. Ja, wenn er auch auf hat. Ach ja, stimmt. Um 5 Uhr macht hier alles zu. Zappenduster alles. Sogar die Tankstelle. Um 5 Uhr, man sieht überall nur noch die Leute ihre Schilder reinbringen und dann sind alle zu Hause. Selbst die Restaurants um 5 zu. Um 5 sind alle zu Hause. Dann steigen wir jetzt ein, frisch geduscht. Boah, wenn ihr uns riechen könntet, ne? Wir haben einen Erfolg zu verzeichnen. Es ist grün, Akku ist geladen. Wir sind immer nur irgendwie jetzt die letzten Tage so eine Viertelstunde Strecke gefahren. Ja, Maximum. Also davon ein paar, aber trotzdem. Richtig. Voll gut. So, jetzt stehen wir vor der Bücherei und ich glaube nicht, dass wir da großartig reden werden. Deswegen folgen jetzt mal stille Aufnahmen aus der Bibliothek von St. Helens. Die sind so nett hier, das ist unglaublich. Die hat uns alle Steckdosen in der Bücherei gezeigt, dass wir uns hier überall ausbreiten können. Und von ihr hatten wir auch den Tipp mit der heißen Dusche gestern schon bekommen. Unser Büro für heute. Also eigentlich wollte ich nur mein Kabel ziehen, aber jetzt habe ich das Buch hier entdeckt. Die Bücherei hat Qualität. Wir werden jetzt Fidget Spinner Pros. Wir brauchen nur noch einen Fidget Spinner. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg on the road und zwar zu einem Pub. Pub in the Paddock. Wir wollten eigentlich noch googeln, ne, was das so besonders macht. Ich glaube, das ist der älteste Pub. Muss ich noch mal gucken. Da sind wir jetzt auf dem Weg. Coole Aufnahme machen, wie wir fahren. Hast du die jetzt überfahren, den, ne? Hier ist nämlich eine Echse auf Tasmanien. Das ist die größte hier. Und die hat eine blaue Zunge. Nee, war wieder weg. Ah. Schade. Aber wir haben die ja schon mal gesehen. Nur da wussten wir noch nicht, dass sie eine blaue Zunge hat. Da haben wir nicht so genau hingeguckt. Stimmt, die ist schon in einem Vlog vorher. Ja. Was war das denn? Blenden wir hier ein. Ja, da wussten wir halt noch nicht, dass sie eine blaue Zunge hat und auch nicht, dass es die größte Echse hier auf Tasmanien ist. Gut, dann machen wir die Aufnahme nochmal. Wein. Hier, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer aus der Stadt raus, haben jetzt hier mal angehalten und wir sind echt im Regenwald gelandet hier. Das ist so krass.
So sieht's hier aus. Wir fahren weiter. Jetzt beginnt die Suche nach einem ebenen Platz hier. Einfach da mitten bei denen vor die Markise. So, hier auch. Zwischen beiden Markisen. Da oben. Da ist auch gut, ne? Ja, bei der Ente. Oder habt ihr hier gecampt? Nehmt euch jetzt einen Platz weg. Ist doch super so, oder? Wir gehen jetzt. Und wir sind jetzt hier in Scottsdale. Es ist jetzt schon recht spät geworden, später als wir dachten. Deswegen geht's heute weiter. Ja, jetzt haben wir einen neuen Tag. Ups. Bist du gestoppt? Ich glaube ein bisschen. Frühstücken jetzt gerade, haben hier unsere Campingstühle. Wo sind sie? Ah, da. Schön in die Sonne gestellt und unsere kleine Solarlampe. Und dann gucken wir uns ein bisschen Scottsdale an. So, frisch geduscht und es ist ein Traum. $3 hat das Ganze gekostet. Ja, wenn ihr mal hier seid, der ist richtig gut. Ja. Einer der besten kostenlosen, die wir hatten. Verlinken wir übrigens alle einmal unter dem Video eine Übersicht von allen Campsites, wo wir waren. Sobald die Seite fertig ist auf unserem Blog, verlinken wir die auch da. Dann kriegt ihr einmal so eine Übersicht. Und ich sag mal so, Lenny arbeitet an der Seite auch mit. Wir packen jetzt zusammen, wir können jetzt hier noch Wasser aufladen, auch richtig cool. Und dann fahren wir mal rein nach Scottsdale, das ist hier direkt um die Ecke. Mal gucken, was uns da erwartet, ob wir noch irgendwie durch die Stadt laufen oder ob wir einfach direkt weiter nach Launceston fahren. Achso, der Campingplatz, der ist zwar hier kostenlos, aber die haben hier so einen Stein hingestellt, wo man spenden kann, weil das hier von der Stadt alles gemacht wird. Und da packen wir einfach mal was rein. Also wir glauben, das ist schon das Stadtzentrum von Scottsdale. Und wir heben jetzt eben kurz Geld ab und ich glaube, dann fahren wir weiter nach Launceston. Aber die Stadt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Aber einen Wi-Fi-Spot haben sie. Ja, das kriegen ja einige Großstädte in Deutschland nicht hin, ne? Scottsdale schon. Weiter? Ja, oder? Keine Ahnung, wann wir das letzte Mal so viele Autos und so viele Häuser gesehen haben. Wir sind jetzt in der Stadt Launceston, da ist hier. Ja, wir sind jetzt hier aber nicht im City Center von Launceston, sondern wir sind hier direkt an so einem Einkaufszentrum. Hier Coles, Kmart, die ganzen großen Ketten. Und wir wollen auch eigentlich gar nicht so viel von der Stadt sehen, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen eigentlich nur jetzt hier unsere Sachen wieder auffüllen, also Essen auffüllen und dann wieder ab weiter an die Küste, Natur, Nationalpark. Noch viel zu sehen. Cut, Szenenwechsel. Wir sind schon wieder raus aus Launceston, weil wir haben unsere Reisepläne umgeschmissen. Ja. Wir werden in den nächsten Tagen in den Nationalpark fahren, weil wir nämlich einen Track machen werden, der über Nacht geht. Dazu aber dann mehr im nächsten Video. Du weißt gerade gar nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Wir sind hier, ich guck das danach. Wir werden dann jetzt planen, wo der Nationalpark ist und so und wie man da jetzt hinkommt. Wir machen jetzt auch total. War das spooky? Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier zum nächsten Video, sobald es online geht. Das nächste ist aus dem Nationalpark. Glauben wir. Ja. Boah, es ist kalt.